Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadtsport TV. Ich bin Caro, an meiner Seite Nils. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Dieses Wochenende war wieder verflixt viel los. Wir waren für euch bei der Leichtathletik und beim BHC-Viertelfinale. Außerdem beim Frauenvolleyball und beim Wasserball. Richtig, und mit Wasserball legen wir auch gleich los. Die Wasserfreunde Spandau 04 mussten gleich zweimal ran. Zum einen gegen Hannover und zum anderen gegen Esslingen. Sie sind ja im Moment sehr verletzungsgeplagt und wir schauen uns jetzt mal an, wie sie sich trotzdem so geschlagen haben. Zwei Spiele, zwei Siege, ein Wochenende für die Wasserfreunde Spandau 04. Die beiden Opfer der Berliner Torflut hießen White Sharks Hannover, Endstand 18:2 und SSV Esslingen, Endstand 19:8. Der Fokus lag halt auf unserem nächsten Spiel, dem wichtigen Spiel gegen Galatasaray Istanbul. In der Champions League findet dieses Spiel statt und dafür wollte man in den beiden DWL-Partien besonders die variable Deckung im Raum und das Überzahlspiel trainieren. Trotz Verletzungspech in Person von Stamm, Preuß und Bakscha klappte das besonders in der Anfangsphase gegen Esslingen ganz gut. Die Rekordmeister ließen den Süddeutschen kaum Raum für Chancen und machten vorne durch Mathieu Tschuk oder hier zum Beispiel Petr Markovic die Buden. In der zweiten Hälfte merkte man der Mannschaft dann aber das Spiel vom Vortag an. Die Schwarzkappen mit dem Kopf schon in Istanbul machten Flüchtigkeitsfehler und gaben Esslingen die Gelegenheiten zu Toren. Am Sieg änderte das bekanntermaßen aber nichts. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, ein gutes Spiel vor allem in Istanbul zu machen. Und ja, wir freuen uns alle auf Dienstag bzw. Mittwoch. Kleines Update noch aus dem Spandauer Lazarett. Petr Kovacevic, letzte Saison noch Trainer von Istanbul, kann beim Spiel gegen sein Ex-Team Markus Stamm und Laszlo Bakscha in den engen Bora-Pool schicken. Preuß und Schlanstedt werden aber wohl zu Hause bleiben müssen. Egal, wer spielt, die Spandauer fordern schon vor dem Match Teamgeist sowie mannschaftliche Geschlossenheit. Am Wochenende wurden diese Tugenden schon zweimal unter Beweis gestellt. Da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Der Berliner Hockeyclub ist dieses Jahr Ausrichter der Hallenhockey-Endrunde in der Max-Schmeling-Halle und wir haben sie ja schon fleißig in der Hallensaison begleitet. Genau wie jetzt am Wochenende, das Viertelfinale stand an, beide Teams des BHCs traten zu Hause im Heimspiel an, große Erwartungen, alles oder nichts. Diese Gesichter sagen mehr als 1000 Worte, kein Final Four, kein Happy End, beide BHC-Mannschaften sind raus. Geplatzt die Titelträume hier zu Hause vor heimischen Fans. Ja, wir sind alle super frustriert, weil wir natürlich mit mehr gerechnet haben, wissen aber, dass es einfach, ja, wir selber waren, an dem wir gescheitert sind und die anderen waren nicht besser, wir waren es selbst, wir sind alle super traurig. Als erstes versuchten sich die Damen des Berliner Hockeyclubs gegen Uhlhorst Mülheim. Und eigentlich gab es da gar keine Zweifel am Weiterkommen. Zuvor verlor der BHC nämlich kein einziges Spiel und zeigt über weite Strecken beeindruckende Vorstellungen. Doch das alles brachte am vergangenen Samstag nichts. Die Damen aus Mülheim perfekt eingestellt, in der Abwehr sicher und gnadenlos im Umschaltspiel. Der BHC dagegen im gesamten Spiel ratlos und dazu mit Pech, wie hier beim gehaltenen 7 Meter oder beim Lattenknaller im Durchgang 2 durch Lena Jacobi. Am Ende eine bittere 1:4 Niederlage auf der Anzeigetafel, die Überraschung perfekt. Irgendwie sind wir heute an uns selber gescheitert. Wir haben uns jede Menge vorgenommen und konnten das irgendwie nicht umsetzen. Mülheim hält gut dagegen und eigentlich schießen wir uns die Tore selber rein. Bei den Männern war die Niederlage gegen Rot-Weiß Köln nicht abzusehen. Die Chancen vor dem Spiel gleich verteilt und auch die Partie selbst gestaltete sich äußerst ausgeglichen. Mit einem 6:6 ging es in die Verlängerung, wo Köln den frischeren Eindruck machte und durch Florian Scholten wieder in Führung ging. Kurz danach konnte zwar Pitt Arnold noch ausgleichen, doch das 7-Meter-Schießen war nicht mehr abzuwenden. Dort versagten schließlich Toni Eberling die Nerven, Köln war es egal. Martin Korus mit dem 10:9 aus Gästesicht das schlimmste Szenario nun Wirklichkeit. Im Endeffekt, wir haben uns geil zurückgespielt, es war ein unfassbar geiler Team-Spirit. Das ganze Spiel über, wir haben uns unfassbar reingefightet in den Kampf hier.
Und dann umso ärgerlicher, dass es nachher im 7-Meter-Schießen dann mit wenig Glück geendet ist. Beide BHC-Mannschaften also raus und die Enttäuschung, na klar, riesengroß. Das Final Four findet am kommenden Wochenende, am 31. Januar, 1. Februar, aber natürlich trotzdem in Berlin statt. Alles dazu natürlich wie gewohnt zeitnah bei uns im Programm bei Hauptstadtsport TV. In Köpenick wird wieder geschmettert. Nach 5 langen Wochen ist es endlich wieder soweit. Die KSC-Mädels im Heimspiel. Richtig, und es ging gegen keinen geringeren als den VC Wiesbaden. Ganz klarer Favorit, die sind Vierter in der Tabelle. Im Hinspiel in Wiesbaden blieben die Punkte dort. Und wir schauen uns jetzt mal an, wo die Punkte diesmal landen. Die Frauen des Köpenicker SC empfingen den VC Wiesbaden. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Dazu kommen bei den Gastgeberinnen mehrere Abgänge aus finanziellen Gründen und Verletzungen. Nicht die besten Voraussetzungen, also die KSC-Schmetterlinge, aber mit dem Blick nach vorn. Und so ging's in den ersten Satz. Der KSC mit Mut, hier das 10-5. Aber durch individuelle Fehler gelang es den Berlinerinnen nicht, sich dauerhaft abzusetzen. Die Schmetterlinge aber unbeirrt blieben weiter auf Kurs. Beim Satzball geht der Angriff der Hessinnen ins Aus und somit 27-25 Satzgewinn für den KSC. Ja, wir haben die Chance gesehen. Wir waren halt gut im Aufschlag. Wir haben sehr, sehr strukturiert gespielt. Und ich denke, wir haben immer geduldig auf unsere Chance gewartet. Im zweiten Satz dann ein anderes Bild. Die Gäste machten jetzt fast alles richtig. Das zwischenzeitliche 13-4 hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Doch der KSC, selbst davon wenig beeindruckt, kämpft sich wieder ran und schafft, hört, beim 21-21 den Ausgleich. Wenig später kommt der KSC sogar zum Satzgewinn mit 25-23 und das nach 4-13 Rückstand. Ich muss wirklich sagen, dass der KSC super gespielt hat heute. Die haben so eine gute Leistung gegeben, die haben gekämpft um jeden Ball, abgewehrt und das war dann wirklich verdient. Nun wieder Berlin am Drücker. Hier schlägt die Wiesbadenerin Tanja Großer die Antenne an, somit Punkt für den KSC und 14-9. Die Schmetterlinge jetzt wieder etwas unkonzentrierter und ermöglichen somit den Ausgleich für Wiesbaden. Am Ende behält der VC die Nase vorn und holt sich diesen Satz. 25-22 geht der an den VC Wiesbaden, 2-1 Satzstand für den KSC. Wiesbaden versucht jetzt wieder alles. Der starke Flatteraufschlag durch Kaiser Alanko führt zum 5-2 für die Gäste. Köpenick lässt aber nicht locker. Starker Angriff von Pia Riedel zum 10-10 Ausgleich. Die Schmetterlinge wittern ihre Chance auf den Sieg und die nutzen sie auch. Hier der Matchball mit souveränem Abschluss durch Barfield zum 25-20. Am Ende Partystimmung auf Berliner Seite, die Erleichterung war riesig. Wir wollten das jetzt einfach alles, jetzt erst recht dachten wir uns, und wir wollten es jetzt einfach schaffen und gewinnen. Und ich bin einfach so stolz auf uns, dass wir es jetzt meistern. Bis zum nächsten Mal in der Hämmerlinghalle. Wir kommen jetzt zur Gewinnspielauflösung von letzter Woche. Wir wollten von euch wissen, wie heißt der aktuelle Film von Til Schweiger? Und der heißt natürlich Honig im Kopf. Wer das wusste, ist jetzt hier unten eingeblendet und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den Kinotickets. Warum haben eigentlich alle Italiener einen Oberlippenbart? Weil sie aussehen wollen wie ihre Mutter. Wir verlosen natürlich wieder 3x2 Karten für das Cinemax am Potsdamer Platz und dafür müsst ihr nur folgende raffinierte Frage richtig beantworten. Und zwar, welcher wirklich tolle Schauspieler spielt die männliche Hauptrolle im Film Mordecai? Wenn ihr es wisst, dann schreibt an gewinnspiel@hauptstadtsport.tv. Wir wünschen euch viel Glück. Cinemax, mehr als Kino. Mit dem Schlägecup wurde die Hallenleichtathletik-Saison eingeleitet und jetzt stand das nächste Highlight auf dem Programm, die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften. Berlin kämpft um die Olympischen Spiele 2024 und was ist in dieser Hinsicht schon bessere Werbung als erfolgreiche Sportler?
Nach wochenlangem hartem Training geht es für die Leichtathleten der Region wieder um Gold, Silber und Bronze. Von diesen Medaillen hat er schon eine ganze Menge zu Hause. Lukas Jakubczyk gehört zur europäischen Sprintelite und nutzt den Wettkampf als Einstieg in die Hallensaison. Im Vorlauf schon 6,70 Sekunden, jetzt im Endlauf seiner Zeit 6,81 Sekunden über 60 Meter. Das bringt dem Sprinter des SC Charlottenburg den ersten Titel des Jahres ein. Weitere sollen folgen. Und jetzt ist im Prinzip 6 Wochen lang Wettkampfsaison und da ist dein Training ja, eher untergeordnet. Die Frische soll langsam kommen, die Fitness und die Form wird langsam ausgeprägt. Ja, und dann geht es von Wettkampf zu Wettkampf. Höhepunkt ist na klar die Hallen-Europameisterschaft in Prag Anfang März. Bevor Lukas Jakubczyk dort mit dem Bundesadler auf der Brust rennt, steht für den 29-Jährigen zunächst aber der zweite Lauf des Tages an, diesmal 140 Meter länger. Und somit über die ungewohnte Steilkurve. Das ist doch ein bisschen anstrengender und da braucht man doch mehr Frische. Aber ich will dieses Jahr auch vor allem in der Halle mehr 200 Meter Rennen bestreiten und deswegen muss ich daran und möchte mich da auch stellen. Nach seiner Lieblingsstrecke hört sich das jetzt nicht unbedingt an. Dabei fällt das Ergebnis mit Platz 1 erneut zufriedenstellend aus. Während Jakubczyk bei den Männern dominiert, tut es ihm Rebecca Hase bei den Frauen gleich. Die 21-Jährige vom LV90 Erzgebirge profitiert davon, dass der Wettkampf als offene Meisterschaft ausgeschrieben ist. So sichert sie sich die Berlin-Brandenburgische Meisterschaft, obwohl sie eigentlich aus Sachsen kommt. Mit ihrer Leistung ist sie dennoch nicht wirklich zufrieden, aber die Saison hat ja auch gerade erst angefangen. Letztes Jahr bin ich noch langsamer eingestiegen, deshalb hoffe ich, dass dieses Jahr vielleicht dann, wenn es ein bisschen schneller wird. Und ja, ich denke, es sieht gut aus. 2014 gewann Rebecca Hase dann übrigens noch die deutsche Meisterschaft, wenn das mal kein gutes Omen ist. Wir sind am Ende der Sendung. Denkt wie immer an das Gewinnspiel, verfolgt uns auf Facebook, Twitter, klickt rein bei Google+ und bei Instagram. Und wir verabschieden uns jetzt wie immer mit einem tosenden Bleibt sportlich!